herzlich willkommen bei Klartext. Heute von der Demexco. Wir treffen uns hier mit dem Stefan Sessel, Manager Sales von Shopware. Hi, schön, dass es geklappt hat. Danke auch. Und wir unterhalten uns heute ja über Online-Shops. Was sind denn deiner Erfahrung nach so die häufigsten Defizite bei Online-Shops, die ihr häufig bei euren Kunden seht? Ja, ich glaube, das kann man so in Phasen einteilen. Starten wir ganz vorne, das Geschäftsmodell muss stimmen. Das heißt, wie kriege ich meine Marke online adaptiert? Beziehungsweise wo ist die Nische, wo ist der Weg, um Geld zu verdienen? Wenn dann das Geschäftsmodell irgendwann solide ist und seine Nische gefunden hat, dann sollte man schauen, dass die Prozesse passen. Das heißt, nicht nur das Shop-System, sondern das ganze Ökosystem, die Prozesse, die Schnittstellen, dass die Systeme vernünftig miteinander sprechen. Und wenn dann dementsprechend der Shop steht, das Geschäftsmodell solide, der Shop steht oder die Technologie passt, dann muss man halt sehen, wie kriegt man Besucher in den Shop? Also wo sind meine Traffic-Quellen? Und wenn die Besucher dann mal da sind, schaut man, wie kriegt man aus diesen Besucher auch Kunden, weil online funktioniert es halt ein bisschen anders, als wenn man das auf dem stationären Handel kennt. Wie wichtig ist denn guter Content für Online-Shops? Ich glaube, durch Content kriegt man seine Marke in den Online-Shop adaptiert. Das heißt, man kriegt Atmosphäre, man kriegt Emotionen. Mittels Content hat man die Möglichkeit, sich online vernünftig zu repräsentieren. Der Text ist natürlich auch für Google enorm wichtig. Content ist aber nicht nur Text, sondern es ist auch emotionale Bilder, es ist eine Story. Neben den Online-Besucher an die Hand, abschnittsweise führen durch einen Shop, mittels Geschichten erzählen. Versuch Atmosphäre zu schaffen und da ist Content halt immens relevant und notwendig. Ohne Content geht gar nichts. Welche Kriterien muss denn ein guter Text erfüllen im Online-Shop? Ich glaube, das entscheidet der Besucher letztlich. Das heißt, wer viel Text schreibt, aber inhaltlich nichts wiedergibt, das bringt natürlich nichts. Das heißt, neben gewissen Keywords, die natürlich SEO-technisch wieder wichtig sind, ist halt, glaube ich, einfach wichtig, das zu erzählen, was der Kunde auch wissen will. Also Information ist das A und O. Welche Rolle spielt denn SEO heute noch für Online-Shops und worauf muss man unbedingt achten hier? Also die Suchmaschinenoptimierung ist immer noch ein sehr relevantes Thema, weil es eine Traffic-Quelle ist. Google ist quasi die 1A-Lage, so wie man es auf dem stationären Handel kennt. Was On-Page und Off-Page da gemacht sein kann, das sollte man unbedingt machen. Das ist oftmals eine Fleißarbeit in Anführungsstrichen, dass es Texte schreiben oder Texte schreiben lassen, die vernünftig entsprechend die Produkte und das Unternehmen wiedergeben. Es muss aber auch inhaltlich vernünftig sein. Also das heißt, Unternehmenstexte, Produkttexte, Bilder müssen vernünftig beschrieben bzw. Alttext vergeben werden etc. Ich glaube, das sind so die Arten von Content, die enorm wichtig sind. Ihr habt ja heute auch noch einen Vortrag, wie sich Geschichten auf Verkäufe auswirken. Wie sieht denn gutes Storytelling aus im E-Commerce? Wir haben prädestinierte Kunden, wo man das entsprechend wunderbar sehen kann, was wie Rausch.de, man sieht das bei Gastra, wie Online-Shops abschnittsweise den Besucher quasi zum Stöbern einladen. Das heißt, es ist halt nicht dieses zielgerichtete Suchen und Finden, was man halt von großen Marktplätzen kennt, wenn ich weiß, welches Produkt ich haben möchte. Aber das ist halt auch nicht das, was man manchmal möchte. Man möchte ja in eine Welt eintauchen, man möchte in eine Atmosphäre schaffen oder in eine Atmosphäre hineintauchen. Und das kann man mit dem Instrument Storytelling. Das heißt, zieh den Besucher in deine Welt rein, mittels schönen, emotional aufgeladenen Bildern, mittels schönen Texten, die gut aufbereitet sind. Und ich glaube nicht, dass das Produkt immer in den Mittelpunkt sein muss, sondern im Kontext einer guten Geschichte präsentiert werden muss. Was sind denn derzeit aus deiner Sicht so die wichtigsten Trends, die es gerade gibt im E-Commerce? Was stark im Kommen ist oder was sehr laut gespielt wird, ist das Internet of Things. Das heißt, was wie der Dash-Button, der jetzt von Amazon herausgegeben wurde. Auch Virtual Reality oder Augmented Reality sind große Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Das Thema wird immer lauter, aber die Hardware ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet, dass man auch zu Hause im Wohnzimmer quasi in einem digitalen Online-Shop gerade einkauft. Hast du abschließend noch ein paar Tipps für Conversion-Optimierung im Online-Shop? Ja, also das Erste, was ich machen würde oder jedem empfehle, nicht nur ein Tracking-System einzusetzen, sondern sich auch damit beschäftigen, einmal zu schauen, wo kommen meine Besucher her, welche Customer Journey haben die, wie durchlaufen die meinen Shop, wo sind die Exit-Seiten und warum kauft er nicht. Also da gibt es schon viele Tools, die auf dem Markt sind, auch kostenlos, sowas wie Google Analytics in Anführungsstrichen. Das sollte man nicht nur einsetzen, sondern auch mal nutzen und sich die Zeit nehmen, diese Wege zu analysieren.
wenn man da entsprechend die Wege analysiert hat, glaube ich, dass man da schon ein paar Erkenntnisse bekommt. Dann immer triggern mittels Live-Shopping, mittels Bundle, mittels Promotions, die man online spielen kann. Kauf 3, zahl 2 oder ein Gratisartikel ab in den Warenkorb von X, Y und Z. Das sind erprobte Impulse aus dem stationären Handel, die da wunderbar funktionieren. Das sollte man online auch einfach mal nutzen. Okay, vielen Dank. Heute Klartext mit Stefan Zessel von Shopware. Dankeschön. Danke.